Mehr Corona-Tests an den hessischen Schulen. Das ist das Ziel der Politik und dabei unterstützen soll das neue sogenannte mobile Testcenter. Sieht ein bisschen aus wie ein umgebauter Wohnwagen und der soll künftig immer dann anrücken, wenn an Schulen Infektionsnester zu entstehen drohen. Beispielsweise, weil es besonders viele Verdachtsfälle oder sogar positiv Getestete gibt. Bis zu 500 Schnelltests können mit dem mobilen Testcenter gemacht werden und das soll dann einfach eine gewisse Sicherheit bieten für Schüler und Lehrer, sagt die Kassenärztliche Vereinigung, die das mobile Testcenter betreibt. Mit dabei bei der Vorstellung gerade war auch Kultusminister Lorz. Er hat nochmal sein Bedauern ausgedrückt darüber, dass die weitere Öffnung der Schulen, wie sie ja ursprünglich geplant war, jetzt gestoppt werden musste, sieht das aber als alternativlos an und hat auch noch keine richtige Perspektive geben können, wie es jetzt dahingehend weitergehen soll. Das müsse man dann kurzfristig entscheiden. Zumindest hat er ausgeschlossen, gerade im Gespräch mit mir, dass es bis zu den Osterferien nochmal weitere Verschärfungen geben soll, sprich klare Ansage von ihm. Die Klassen 1 bis 6 sollen, wie es jetzt aktuell auch schon der Fall ist, im Wechselbetrieb bleiben und die Abschlussklassen weiterhin im Präsenzunterricht.